Hallo YouTube, mein Name ist Michelle und ihr seid heute auf dem Adfolix-Kanal gelandet. Wir wollten euch mal zeigen, was wir so machen. Diese Videoserie soll eigentlich euch nur helfen, die perfekte Folie für euer Display auszusuchen. Egal, ob es zum Beispiel Mobiltelefon, Tablet oder auch zum Beispiel Bildschirme für Computer sein sollte. Heute haben wir etwas brandneues in unserem Sortiment und zwar die Anti-Schock-Folie. Viele kennen das bestimmt schon. Das sind Folien, die verhindern, dass euer Display zerspringt, wenn es zum Beispiel auf den Boden fällt. So. Und wir haben heute auch so eine. Diese Folie gibt es seit neuestem bei uns in der Clear-Version, wie zum Beispiel hier in diesem Video, oder auch in der Anti-Reflex-Fassung. Das bedeutet, dass euer Display die ganze Zeit blendfrei bleibt. So, damit der Test auch beziehungsweise die Eigenschaften von der Folie so gut wie möglich dargestellt werden, habe ich den hier mitgebracht. Das ist unser kleiner Dummy. Das ist ein ganz normales iPhone 4S. Und das wurde heute freundlicherweise von einem unserer Chefs zur Verfügung gestellt, extra für dieses Video. Und er glaubt so sehr daran, dass dieses Display durch unsere Tests nicht zerspringt, dass er sein eigenes Telefon gerade hergegeben hat, um das zu beweisen. Aber bevor wir euch zeigen, was wir heute mit dem Display vorhaben, haben wir noch eine kleine Veranschaulichung über die Weise, wie diese Folie überhaupt funktioniert. Wie das Ganze überhaupt mit der Anti-Schock-Folie funktioniert, zeige ich euch jetzt kurz mit einem Schaubild. Und zwar sagen wir, das ist unsere Folie. Diese Folie machen wir auf ein Display. Wie zum Beispiel auf das Display von unserem Dummy, also unserem iPhone 4S. So, was die Folie eigentlich macht, ist, wenn eine bestimmte Kraft auf sie wirkt, wie zum Beispiel in unserem Beispiel eine Eisenkugel, schützt sie das Display, indem sie die Kraft, auf ihre komplette Fläche verteilt. Hätten wir das nicht, würde ja die Kugel auf das Display treffen und das Display, weil dieses Glas natürlich auch unter einer gewissen Spannung steht, würde es zerbrechen. Die Anti-Schock-Folie hingegen, weil sie eben die gesamte Kraft, die von dieser Kugel aufkommt, jetzt in unserem Test von dieser Kugel aufkommt, verteilt sie sie auf die komplette Fläche, weil sie nicht so unter Spannung steht wie das Glas und somit bleibt das Glas von dem Display unter der Folie intakt. Nachdem auch die ganzen technischen Sachen geklärt worden sind, wie diese Folie überhaupt funktioniert und warum sie Anti-Schock heißt, ist es nun an der Zeit für unseren ersten Test. Für den Rohrtest haben wir eine spezielle Konstruktion, die wir hier auch angefertigt haben. Das ist eine 1,10 Meter Plexiglasrolle mit einem kleinen Plexiglasstäbchen und einer Eisenkugel. Wie ihr hier sehen könnt, ist diese Eisenkugel 134 Gramm schwer. Also, naja, ich würde schon sagen, das kann ganz gut den Aufprall simulieren. Und diese Eisenkugel ist dazu bestimmt aus verschiedenen Höhen aus diesem Plexiglasrohr abgeworfen zu werden, und zwar ziemlich konzentriert auf das Display. Dann fangen wir mal an. Wir fangen jetzt erstmal an mit der 30 cm Marke und gucken mal, ob das Display die 30 cm und die 134 Gramm aushält. Alles in Ordnung bis jetzt. Versuchen wir das Ganze mal aus einer Höhe von 50 cm. So, 3, 2, 1. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beeindruckt das schon ein wenig. Hier ist immer noch nichts. Aber 50 cm sind ja langweilig. Versuchen wir es mit etwas unter 8, sagen wir 75. Aber immer noch nichts. Also mir gefällt der Test bis jetzt schon
Hinkant habe ich jetzt den Stab bei 100 cm eingesetzt. Und von da aus werde ich die Kugel jetzt auch gleich fallen lassen. Ich habe gerade noch die freundliche Erlaubnis bekommen, das unseren Dummy zu schrotten. Und deswegen nehme ich jetzt erstmal die Folie ab. Und lasse die Kugel nur aus 30 cm fallen. Wie ihr sehen könnt, gibt es nur einen echten Schutz mit unserer FX Anti-Schock-Folie. Deswegen haben wir ein glückliches und ganzes Glas statt eines Glases mit einem Sprung. Das heißt, wir bleiben glücklich, unser Telefon bleibt glücklich und das alles dank eines kleinen Stück Plastiks. Unser Fazit: Die FX Anti-Schock-Folie hat den Test erfolgreich bestanden. Die Folie gibt es im Laufe der Woche und auf den bekannten Plattformen wie zum Beispiel Amazon, eBay. Wir bedanken uns und sehen euch beim nächsten Test. Eure Adfolix.